Danke, Linda. Adi Hütter ist bei mir, der Gladbacher Trainer. Adi Hütter, 2:1 verloren, aber war das die schönste Niederlage in Ihrer Karriere als Fußballer? Ja, wenn man aus diesem Blickwinkel sieht, ja. Ich glaube, es ist einfach, denke ich, auch für die ganze Ukraine, auch für die Leute hier, die heute im Stadion sind, dass das eine tolle Sache war. Ich glaube, es war ein ordentliches Spiel, es war ein gutes Spiel und ja, die Ukraine hat gewonnen und auf ihrem Weg nach Katar, das Spiel jetzt gegen Schottland, wünsche ich natürlich das Allerbeste. Lars Stindl hat vorhin gesagt, es war förmlich greifbar, diese Atmosphäre, als die ukrainischen Spieler und der Staff den Rasen betreten haben. Was war Ihr Gänsehautmoment heute Abend? Auch bei den Toren oder bei den guten Aktionen hat man schon gesehen, welche Kraft da dahinter steckt. Ich hatte ja schon einmal das Erlebnis, zweimal gegen ukrainische Mannschaften international zu spielen, Schachtar Donetsk oder Dynamo Kiew. Deswegen kenne ich ein bisschen die Atmosphäre dort. Und ich finde, alle Leute, die heute hier waren, haben, denke ich, ein gutes Spiel gesehen. Und wie gesagt, auf dem Weg nach Katar war das, glaube ich, ein gutes Testspiel für die Ukraine. Es war ein richtig gutes Spiel. Es war eine flotte erste Halbzeit. Wir schauen uns mal ganz schnell, das gehört auch bei einem Fußballspiel einer solchen Art dazu, dass wir uns die Tore angucken, weil sie richtig schön waren. Die Ukraine ist in Führung gegangen in der 10. Minute. Mykhailo Mudryk, der ein überragendes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Der ist 21 Jahre alt von Schachtar Donetsk. Der hat sich hier bei so einem Benefitspiel aber mal richtig ins Schaufenster gestellt. Ne? Ja. Ganz ein toller Spieler. Ist mir relativ schnell aufgefallen aufgrund seiner Geschwindigkeit auch, weil er sehr, 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 sehr schnell beweglich ist. Aber auch das hat mir sehr gut gefallen. Conor Noss, toll. Conor Noss, Eigenbauspieler, richtig eine gute Balleroberung und ein toller Abschluss auch. Ja, für Conor sicherlich ein Erlebnis, das er in der Form sicherlich in Erinnerung behalten wird. Und dann gab es noch das Siegtor der Ukraine in der zweiten Halbzeit. Das schauen wir uns auch noch mal an. Alexander Pikalonov in der 82. Ja, das kann man verschmerzen, ne? Ja, kann man verschmerzen, obwohl wir es ihnen in der Situation leicht gemacht haben, wenn man zu leicht den Ball verliert. Aber sie haben es dann gut fertig gespielt und ja, am Ende des Tages, finde ich, geht der Sieg in Ordnung. Freut mich für die Ukraine und uns tut diese Niederlage nicht weh. Im Gegenteil, Borussia Mönchengladbach hat sich heute, glaube ich, viele Sympathien erspielt durch diesen Abend. Es sind, glaube ich, Stand jetzt, aber da wird dann noch ein bisschen was passieren, über 350.000 Euro für die Ukraine zusammengekommen. Da sind noch nicht mal die Eintrittsgelder drin, das wird gleich noch oben aufaddiert. Und Sie haben auch als Trainer keine Sekunde gezögert, als dieses Spiel auf einmal feststand bzw. angefragt wurde. Warum nicht? Ganz im Gegenteil, ich glaube... Komm, toll. Ganz im Gegenteil, ich glaube, in so einer Situation wäre alles andere falsch, wenn man hier die Ukraine in der Situation nicht unterstützen würde. Wir waren sofort sportlich einer Meinung, obwohl wir jetzt auch, was die Spieler betrifft, auch haben wir ja gesehen, dass wir auch schon Probleme in unserem Kader haben, was Verletzungen und so weiter betrifft. Aber ich finde, da muss man zusagen, das haben wir gerne gemacht. Es war viel, viel besser, wie als eine Trainingseinheit vor eigenem Publikum zu spielen, in unserem eigenen Stadion und der Ukraine die Möglichkeit geben. Und ich glaube auch, dass der Verein, wir alle zusammen, viele Sympathien gewonnen haben. Absolut. Wäre ein toller Abschluss der Saison gewesen. Aber es gibt noch ein Spiel am Samstag gegen Hoffenheim. Dafür alles Gute. Vielen Dank.